Craig Forster ist ein südafrikanischer Filmemacher. Er geht täglich vor der Küste seiner Heimatstadt Kapstadt tauchen und trifft auf den gemeinen Oktopus. Das Meerestier wird erst sein Filmobjekt, dann sein Lehrer. Jetzt ist der Dokumentarfilm My Octopus Teacher, deutscher Titel Mein Lehrer, der Krake, für einen Oscar nominiert. Es ist schwer zu beschreiben. Wir hatten es wirklich nicht erwartet. Und als Sie My Octopus Teacher vorgelesen haben, bin ich vor Freude in die Luft gesprungen. Das Einzigartige an der Geschichte, die wir hatten, war die Art der Reinheit dieser persönlichen und ungewöhnlichen Beziehung zwischen einem Menschen und einem Oktopus. Die Dokumentation zeigt nicht nur, wie die Begegnung mit dem Kraken das Leben von Craig Forster verändert hat, sondern auch, dass Oktopusse mehr als nur intelligent sind. Die Art und Weise, wie sie die Welt interpretieren. Sie haben ein unglaubliches Gefühl für sich selbst in Zeit und Raum. Oktopusse können sich an die Vergangenheit erinnern und die Zukunft vorhersehen. That's a huge difference.